Grüß euch. Heute zeige ich euch mal, wie man den perfekten Pizzateig macht. Und an für sich ist ja ein ganz normaler Hefeteig, könnt ihr auch für andere Kuchen oder auch ganz normales Brot mitbacken. Und dazu nehmen wir 1200 Gramm Mehl, 750 Milliliter Wasser, einen Hefewürfel, Olivenöl und Salz. Wichtig ist, ihr müsst gucken, dass ihr etwas Mehl übrig habt, weil die Arbeitsfläche eingemehlt werden muss, wenn man den weiterverarbeitet. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man diesen perfekten Pizzateig macht. Als erstes tun wir den Hefewürfel ein bisschen reinbröseln. Muss man nicht ganz so klein machen, so rein. So, schütten mal einen Teil von dem Wasser rein, so in die Kuhle. Und jetzt warten wir mal, bis sich das ein bisschen auflöst. Ihr könnt für den Vorgang selbstverständlich eine Küchenmaschine nehmen. Jetzt tun wir schon mal etwas Olivenöl rein, wenn wir das schon einigermaßen mal verrührt haben. So, und ein paar Esslöffel dürft ihr da schon reintun, weil das macht den Teig auch ein bisschen luftig und locker und wunderbar. Mit ein bisschen Wasser rein. Der Teig ist jetzt schon einigermaßen etwas fester. Der lässt sich jetzt nicht mehr mit dem Rührlöffel hier weiter verkneten. Jetzt muss ich von Hand weitermachen. Das Salz und die Hefe, die sollte man nicht unbedingt gleichzeitig reintun, weil das mag die Hefe nicht. Da muss man erst relativ spät, und für mich ist das das Zeichen, wenn ich mit der Hand weiter knete, dass ich Salz reintun muss. So, und das habe ich jetzt ja gemacht. So, und jetzt geht es von Hand weiter, und das müssen wir schon ein paar Minuten machen, so um die 10 Minuten, dass wir einen schönen glatten Teig haben. Immer die Arbeitsfläche schön einmehlen und dann wird es schon wunderbar. Das könnt ihr jetzt nicht mehr mit der Maschine machen, das müsst ihr von Hand machen. Gut durchkneten, das ist ganz wichtig. Wenn ich das Mehl da voll eingearbeitet habe, dann lasse ich den das erste Mal gehen, tue wieder in die Schüssel rein, wo ich den Teig gemacht habe, und dann lassen wir den mal so 20 Minuten. So, jetzt habe ich ihn genug durchgearbeitet und jetzt lassen wir den mal eine Weile gehen. So, ja, eine knappe halbe Stunde. Wie ihr seht, ist unser Teig wunderbar aufgegangen und jetzt formen wir unser kleines Bällchen. Wir kneten den nochmal ein bisschen durch. Portionieren wir den. So, jetzt mache ich für ein normales Blech so ein Stück. Ich nehme das Brett, weil ich auf dem Tisch nicht schneiden mag. So, das sind die Portionen, die wir ungefähr brauchen. So, wir mehlen ein bisschen die Arbeitsfläche ein und tun den nochmal kneten. Machen uns da schon eine schöne Kugel draus. So. Wunderbar.
So. Und so lassen wir dann vielleicht, ja, eine knappe Viertelstunde, halbe Stunde, irgendwas um den Dreh. Er muss sich ungefähr verdoppelt haben, der Teig. Dann ist es genau richtig. Jetzt haben wir den Teig knappe halbe Stunde gehen lassen. Und so geht er dann auf. Und so ist er zur Weiterverarbeitung genau richtig. Was ihr draus macht, das ist euer Ding, aber so macht man einen Pizzateig. Viel Erfolg beim Nachmachen!